Wir befinden uns immer noch in geheimer Mission und ihr habt eingeschaltet. Und zwar bei Let's Play Tibia. Herzlich willkommen, Hallöchen. Und wir sind auf dem Weg zurück nach Theis. Hi. Theis. Jawohl. Und zwar wollen wir Chester Khan mitteilen, dass wir uns in der letzten Folge als Frau verkleidet haben, dass uns das Spaß gemacht hat. Wir hatten richtig Fun dabei und wir wollen das natürlich öfter machen und das müssen wir ihm mitteilen. Das war der Sinn der Sache. Und ich finde gerade, Musik passt ja. Die hätten wir gestern spielen sollen und nicht den Amazon-Rocksong. Aber macht nichts. So, Chester. Ups. So. Hi, du alte Schnarchnase. Mission. Klar habe ich die fulfilled. That little trick worked, weil natürlich, sich als Frau verkleiden, das funktioniert immer super geil. So, great. You are here. We need your service in a mission of... Was ist denn utmost? Ich nehme mal übermost oder so ein Krams. Ja, das war ein Technomanzer. Alter Falter. Gut, also wir müssen jetzt einen Zwergen-Technomanzer. Immer diese Technoten, rottet sie aus. Den müssen wir jetzt quasi killen und als Beweis... Ups. Als Beweis müssen wir einen Technomanzer-Bart vorbeibringen. Ich glaube, dafür brauche ich Runen. Ich hasse es, das LP zu unterbrechen, aber da muss ich nochmal kurz reingucken. Also, was da jetzt genau Phase ist und so. Ne? Just a moment, ich bin gleich wieder zurück. Moment. So, da bin ich wieder. Hallöchen, hab mich schlau gelesen, es kann losgehen. Und zwar müssen wir... Lass mich raus hier. Und zwar müssen wir ein bisschen unsere Supplies ändern. Ansonsten haben wir da unten echt das Problem gleich. Hintergrund ist, da ist so quasi dieser Technomancer, dieser Mad Technomancer. Und dieser ist weak gegen... Wo gehen wir da hin? Wo gehen wir hin? Khazad-dûm? Ich weiß nicht, wo man da was kauft. Wo kauft man hier Huhn? Ich hab keine Ahnung. Warte mal. Ich kauf mal... Ach doch mal, die Mucke nicht so laut. Hi. So, hört man mich jetzt eigentlich besser? Ja, jetzt müsste man besser hören. Trade. Und ich würde mir mal gerne schnell noch ein Parcel schicken. Stinky Rebel. Okidi dokidi. Du da rein. Du da. Da, da, da. Du kannst raus. Und du da. Oh, naja, ist toll. Hm? Ich glaube, muss jetzt anfangen, kann das sein? Nee. Trottel. Okay. So. Schwupp. Weg damit. Hi. Withdraw. Was nehmen wir denn? Na komm, hier 4000 reichen. Ah, ich muss nach Edron, ne? Komm, 9000 reichen. Yes. Und zwar brauchen wir für diesen Technomancer ein paar SDs, die haben wir noch, 22 von der Zahl. Und wir müssen uns equippen. Und zwar mit Thunderstorm Runes, sprich das sind Runen, die Energy Damage austeilen. Weil nämlich wir gleich in so eine blöde, prekäre Situation kommen werden, dass wir... umringelt werden von sogenannten... Zwergen Hedgemans. Und die können, glaube ich, in der Vielzahl richtig gut Damage austeilen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob ich mich damit Mana Shield ausrüsten sollte oder ob ich es eher lassen sollte. Wir können ja theoretisch mal so einen Dingsring mitnehmen. Okay. Ob die drunk machen, weiß ich auch nicht. Jedenfalls müssen wir da unten mal usen in der Höhle, wo wir uns gleich hinbegeben werden. Und dann spawnt der Zwergen-Technomanzer. Und wenn der gespawnt ist, dann müssen wir kräftig draufhauen mit SDs oder mit einer Energy Wave, weil der ist gegen, also neutral, glaube ich, zu Death Damage, was hier quasi diese SD auswirkt. Oder Weak gegen Energy. Sprich, da hauen wir eine Energy Wave rein und dann ist der auch im AA sozusagen. So. Hi. Trade. So, Thunderstorms. Thunderstorm, da ist er. Schwupp. Na
komm, 100 reichen. 100, 200, 100. Ja, komm, 100 müssen reichen. Mottis. Den Hotbutton noch ändern. Schwupp. Ach. Warte mal. Moment, Moment. Ich glaube, ich habe mich gerade verzettelt. Das passiert ja nicht so oft. Nein, das passiert nicht oft. Ich gucke nämlich gerade, ob... Ah, okay. Wir können... diese Dwarf Hatchments sind... Sorry, sorry für das Abgehackte. Diese Dwarf Hatchments sind ein bisschen weak gegen... also normal eingestellt gegenüber Energy. Und noch weaker, sprich 10% mehr Damage mache ich mit... Fireball, Great Fireball Rune, also mit Feuer Damage. Werden wir uns vielleicht auch nochmal 5 mit einpacken und ich glaube, das ist günstiger, wenn wir die ausrüsten und die Energy Rune nur dann anfassen, wenn es nötig ist. Also mit Maus und so, klick und rüber, klick und rüber. Ihr wisst Bescheid. Trade. Weil, yes, du kannst mir doch mal, ach nee, yes, 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 weg damit. Die verkauft ja immer hier diese Tickets für den, wie heißt der? Also für den Flaschengürtel vom Summoner Outfit. Moment, 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 Moment. Strong, da. Schwupp. So, bin schon wieder ein bisschen hier verzettelt, aber das macht ja nichts. 28k haben wir noch immer. Was macht denn der da? Ach, der süppelt. Okay, welches Level ist denn der? Dass der so viel süppeln muss. 27. What the heck is he doing? Ein Botter? Dessen Bot sich aufgehangen hat? Also man kann ja mit Level 27 Mana Shield trainieren. Kann man quasi Mana süppeln, irgendwas casten, damit man Mana verbraucht. Aber der castet ja nichts. Der trinkt einfach nur. Und pusht permanent. Macht ja keinen Sinn. Ach, schon wieder alles voller Botter hier. Also ich unterstelle das jetzt einfach mal, dass das einer ist. Falls es nicht so sein kann, falls jemand weiß, was der da getan hat, schreibt es gerne in die Kommentare, nehme ich alle Aussagen zurück, aber das war für mich schon wieder so ein sehr, sehr, sehr suspicious, also verdächtiger Move eines Players. Gut, also wir düsen jetzt zurück, das heißt nicht zurück, wir düsen nach Karzadun. Weil nämlich in Karzadun erstmal brauchen wir eigentlich Great Fireball Ruhen. Wo kriege ich die am schnellsten? Wo kriege ich die am schnellsten? Wir fahren nicht im Puff nach Barcelona. Wir fahren nach Thais. Nee. Venor. Venor. Da weiß ich wenigstens, wo was ist. So. Hi. Venor. Yes. Gib ihm. Jazz passt wunderbar zu Venor, finde ich. Also die Optik und der Sound harmonieren. Voll chillig. Ich finde auch das Outfit von Venor haben sie echt schön gemacht. So, Trade. Great Fireball Rune. Mano! Ach, wir brauchen eigentlich nur Cash. Nee. Oh, Cap. Ich leg mal die 36 weg. Ach, da zieht sich ja alles. What? Wer seid ihr denn? Ist hier wieder irgendein. Ach, ich glaube, wieder ein World Event ist hier. Keine. Oh nein, die machen Drunken. Finde ich doof. Boy. Und mal nicht mal zu wenig drunken. Leck mich fett, ey. Zack. So, 136 ist wieder fast zu viel. Komm. 20. Nehmen wir mit. Der Rest. 78. Ja, da kriegst du Dings von. Da kriegt man 100 GFBs zusammengesammelt.
So, aber ich brauche jetzt nochmal Cash. Und dann müssen wir... Dann müssen wir nochmal schnell Ruden kaufen gehen. Wer bist du denn? Ich finde auch, dass die Häuser in Venor die schönsten überhaupt sind. Also zumindest von der Aufteilung her, from the architecture. Man kann sie wunderschön schön dekorieren. High Rockin. Gib mir mal 5000. Bin gerade out of cash. Habe ja wirklich gar nichts mehr. Super klasse. So, jetzt schnell Manas. Manas. Bin schon wieder sehr unkonzentriert. Schnell GFBs gekauft. So. Hi. Trade. Great Fireball Rune. Yes. 100 reichen. Locker. So, auf nach Edron. Quatsch, Komaya. Khazad-dûm. Jetzt habe ich auf jeden Fall meinen Reiseweg beschrieben. Edron, Komaya, Khazad-dûm. Ja? Das war der Plan. So, dann geht mal Zunder hier und schnapp dir einen Ring. Achso, brauchst nicht mehr. Sehr gut. Die letzte Woche, als das PvP-Update rauskam, da waren wieder ein paar sehr findige Jungs dabei und haben DDoS Attacks gestartet. Hi. Edron. Yes. Und damit quasi einige Server zum Erliegen gebracht. Und auch zum Kick und so weiter. Das war zumindest auf Beryllia war das eine Katastrophe teilweise. Komaya. Yes. Ja, diese Musik, die da gerade im Hintergrund läuft, die wäre super für die Mission jetzt, wenn ich schon unten wäre. Ist ja aber, wissen wir leider nicht unten. Also, eins weiter. Bedrohliche Atmosphäre. Um nochmal auf Last of Us einzugehen. Also ich glaube, wann habe ich jetzt im ersten Part der Aufnahmesession drüber gesprochen, dass der Chor das spielt. Also ich fand diese emotionale geladene Atmosphäre ziemlich, ziemlich geil vom ersten Part. Kann ich also nur jedem empfehlen, auch wenn jetzt Tibia nicht Tibia-related ist und einige sich wieder beschweren werden. Es gibt ja auch noch andere Games in der Welt und wenn sie gut sind, dann sollten die auch Beachtung finden. So. Khazad-dûm. Khazad-dûm. Yes. Hi. Ticket. Yes. So, Ticket mal schnell gekauft, weil ich selbstverständlich hier nicht unbedingt die großen Wege fahren möchte. Und hier gibt es ja ein wunderschönes Lore-System unterhalb der Erde, also ein unterirdischer U-Bahn quasi. Und die werden wir freilich morgen erst nutzen, weil wir nämlich schon wieder am Ende des Parts angelangt sind. Würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Vergesst das Däumchen nach oben nicht. Wenn ihr morgen wieder mit einschaltet, werden wir dann heißt ab zur letzten Mission. Und dann werden wir wieder ein bisschen leveln. Dann werden wir nämlich Würms hunten danach. Also wenn wir das Messer endlich haben. Haben uns ja schon viel zu lange hier aufgehalten. Mein Gott. Und ich verplemper wieder die Zeit hier. Ohne Ende. Also in dem Sinne, danke fürs Einschalten. Tschüsschen mit Küsschen. Bis morgen. Bye, bye.